neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade von draußen rein, habe mir mein lecker Mittagessen jetzt geholt, denn ich habe keine Lust heute zu kochen. So, ich habe euch allen immer versprochen, es wird auf jeden Fall nochmal ein Vlog kommen, wenn die Wohnung soweit fertig ist. Hinter mir der Flur mit einem Paket für den Nachbarn, was seit 2 Wochen hier steht. Keine Ahnung, warum das nie abholen kommt. Ist mir scheißegal, ich bringe das nächste Woche zur Post. So, hier hinten ist mein Putz- und Werkzeugschrank. Da könnt ihr gerne mal einen Blick reinwerfen. Werkzeug, Staubsauger, Kehrbesen, Reisetasche, weiteres Werkzeug. Meine Transportbox für meine Schlange ist da oben. Ja, andere Seite. Star Wars muss sein. So, das Jungs, mein Zimmer ist jetzt auch endlich mal fertig. Wir gucken mal. So, natürlich, Star Wars muss sein. Bett steht, ein schönes Kojenbett. Reicht für das Zimmer vollkommen aus. In ihre Kleiderschränke mit meinem alten PC, den ich noch aufbauen werde für die Claim. Der kleine Fernseher ist bei dem ihrer Mutter drin, denn wir haben heute Samstag, die Kinder sind bei ihrer Mutter. Ist halt mal, ja, das Mutti-Wochenende dran. Ab Montag habe ich sie dann wieder. So, das Zimmer meiner Tochter kennt er ja schon, das ist soweit fertig gewesen. Das Einzige, was hier noch ran muss, sind ein paar Bilder. Bett, wo ich noch das Laken drauf machen muss, weil, ja, kleine Kinder halt. So, ihr Heiligtum, ihr Prinzessinnen-Spiegel. So, man mag es kaum glauben, ich habe endlich Licht im Bad. Da seht ihr, sind noch 2 Kabel draußen. Da kommt noch was hin, auf jeden Fall. Aber ich muss noch gucken, was in einem Spiegelschrank oder einfach aus einer kleinen Lampe oder so. Mal schauen. Flur kennt ihr so jetzt. Wohnzimmer. Dazu drehe ich kurz das Display der Kamera um. So. Natürlich hier meine kleine Chill-Ecke, wo ich auch schlafe, weil die 2 Zimmer sind für meine Kinder gedacht. So, meine 2 Pythons da hinten. Keine Ahnung, was die gerade machen. Die faulenzen. Meine Natter, die faulenzt auch. Ja, Konsole, Receiver, Kamera, Fernseher muss sein. Nicht zu vergessen, Star Wars. Auch hier Star Wars. Ein paar Partylichter, Star Wars. Mein Geburtstagsgeschenk von meinen Jungs. Was ich richtig klasse finde, da die ja meine geschrottet haben. So, man sieht, hier habe ich nicht aufgeräumt. Meine Tochter ladet den 3DS. Mein kleiner, aber feiner Spieleschrank. Mit PS2, PS3 und PS4 Games. Hier liegen CDs offen rum. Grund, es sind Filme von meiner Ex-Frau. Die Hüllen sind natürlich bei ihr. Die Spiele waren alle hier in den Hüllen verteilt. Und ja, ein bisschen Lego Star Wars muss auch sein. Hier, da und hier oben natürlich ein paar Bücher. Und ein paar DVDs von Star Wars. Ja, Kleiderschrank, normal. So, jetzt drehen wir ganz kurz das Display wieder. So. Ersatzmonitor. Ein 10 Jahre alter Monitor, der aber noch 1A funktioniert. Der hat aber, glaube ich, 8 Millisekunden Reaktionszeit. Da oben, man mag es kaum glauben, Weihnachtsgeschenke für meine Kinder. Barbies für meine Tochter, Lego für meinen Mittelsten, für meinen Großen, ein Sportbeutel, eine Federtasche, eine Mütze, alles von Fortnite. Der ist so ein totaler Fortnite-Softie. Ja, ihr seht, PC ist an, der konvertiert gerade die Aufnahmen von gestern. Das ist halt so meine kleine Zockerecke. Da sieht man auch mein Mittagessen. Ja, ich könnte dort noch einen 3. Monitor hinstellen, da habe ich aber keinen Bock drauf, weil das wäre mir dann zu voll. Und natürlich Star Wars.
Ein Weihnachtskalender von 2017 oder 16, der immer noch eingeschweißt ist. Ja, meine großen Fenster läuft, Stativ meiner Kamera, die Sparschweine meiner Tochter, meiner zwei Jungs und die dumme Alexa, die natürlich gleich reagiert. Küche ist auch soweit fertig, wie man sieht. Reicht mir vollkommen aus zum Kochen. Schränke sind nicht mal ganz voll. Pfandflaschentüte, Müllecke, das muss ich euch nicht zeigen. So, und jeder, der meine Handynummer hat und meinen WhatsApp-Status zum Umzug gesehen hat, kann ich euch gleich noch zeigen. Der weiß, dass ich diesen Ofen über alles liebe, denn dieser Ofen hat mir das da verpasst. Ein richtig schöner tiefer Kratzer, der, ich glaube, zwei Tage lang schön geblutet hat. Aber, oh, ich drehe kurz wieder um. Aber was wäre ich für ein Kerl, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt und lasse das nähen. Ich habe einfach Pflaster drum, Verband drum, dreimal am Tag gewechselt. Den ersten Tag, am zweiten Tag nur einmal gewechselt und es ist am Heilen. Freut mich so. Ja, noch irgendwas? Seit meinem Umzug habe ich allerdings auch ein paar leichte körperliche Einschränkungen, was mich, oh Gottchen, sieht man mich, so, was mich ein bisschen beeinträchtigt, denn mein linkes Knie macht mir extreme Probleme. Wenn ich das anwinkel, ja, nach einer Minute, zwei Minuten Schmerz, Hund gemeint, da muss ich mal zum Arzt gehen. Meine rechte Wade, ich weiß nicht warum, die tut seit ein paar Tagen weh, wenn ich eine gewisse Zeit lang laufe. Als ob ich Kalziummangel habe, Magnesiummangel, keine Ahnung, was für die Muskeln da ist. Ich wusste es mal. Wenn die Muskeln zu sehr überanstrengt werden, das ist halt ein Schmerz, wenn man eine Wadenverhärtung hat. Ich glaube, es war Kalziummangel. Ja, ansonsten. Man hört es noch, ich bin erkältet. Dank, ich glaube, meiner Ex-Frau oder. Was? Meine Ex-Frau oder meine Tochter? Einer von beiden hat mich angesteckt. Bei meiner Tochter wäre es kein Wunder, dadurch, dass die jetzt letzte Woche und diese Woche komplett von Montag bis Freitag bei mir waren. Ich glaube, letzte Woche sogar das Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht. Und einen Tag waren sie bei der Mutter. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten. Das war's von der Wohnung, wie es mir soweit geht. Was ich noch sagen wollte, ist Steampunk. Das Projekt kommt auf jeden Fall. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde mich jetzt am 15. sollte es eigentlich starten. So, na, die Woche wird es jetzt schlecht werden, wie es kommt. Ich denke mal so. Vorletzte Septemberwoche, letzte Septemberwoche hinsetzen, mit jemandem zusammen den Server einrichten. Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen, da es genügend Leute gibt, die sich dann lustig drüber machen. Scheiß Kommentare schreiben oder sonst irgendwas. Werde ich den Server einrichten. Das Modpack steht. Das werde ich auch nochmal im Singleplayer testen. Wenn es im Singleplayer läuft, kommt es auf den Server. Wenn es dann dort läuft, wird das Spawn gebaut, wird getestet mit meinen Mods und ja, dann wird das Projekt starten. Alles weitere dazu erfahrt ihr allerdings auf meinem DC. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video machen werde. Ich weiß, dass einer meiner Moderatoren ein Video macht. Darf er ja gerne, es ist alles erlaubt auf dem Server. Also fast alles aufnehmen, streamen, das ist sowieso 100% erlaubt. Ansonsten alle weiteren Neuigkeiten zum Modpack, zum Projekt erfahrt ihr auf dem Discord. Weitere Projekte erfahrt ihr auf dem Discord, denn Multiverse, die zweite Staffel Glazier, wird auch kommen. Da sitzen wir auch schon dran. Modpack steht, Map ist alles fertig. Ich suche nur noch eine Person, die mitmacht, beziehungsweise zwei, den Bösewicht und noch einen Mitspieler. Und
Weil, ja, wie soll ich sagen, zwei Mitspieler sind abgesprungen. Was soll ich sagen? Meine Vertrauenspersonen wissen Bescheid. Ja. Und die wissen auch, was in letzter Zeit los war und abging. Mehr sage ich dazu nicht. Ansonsten, Video geht 10 Minuten, reicht aus für einen Vlog. Werbung schalte ich keine. Ansonsten, ich werde mir jetzt mein Mittagessen gönnen, denn YouTube macht's möglich, wie man so schön sagt. Und als krönenden Abschluss zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, ob man sie sieht oder nicht. Meinen einen hat das da hinten. Und meine Pythons liegen beide hier. Oh, ich könnte die Scheiben auch mal wieder putzen. Und ich muss Wasser nachfüllen. Ansonsten war es das mit dem Vlog von mir. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.